Der Prezer Marktplatz. Eigentlich ein ganz normaler Ort. Doch in den vergangenen Wochen rückte die Polizei zu verstärkten Kontrollen aus. Bürgermeister Björn Demin erklärt warum. Der Marktplatz ist ein beliebter Treffpunkt hier in Preetz und in den letzten Wochen ist es leider durch Jugendliche hier auf dem Marktplatz zu einer Körperverletzung gegenüber einem Polizisten gekommen und zu einer Körperverletzung gegenüber einem jungen Mädchen aus diesen Klicken, sodass die Polizei jetzt entschieden hat, den Marktplatz einer besonderen Beobachtung zu unterziehen und verstärkt Personen- und Taschenkontrollen vorzunehmen. Die Stimmung auf dem Marktplatz verunsichert einige Preetzer. Besonders der Durchgang neben dem Supermarkt wird abends gemieden. Also ich möchte nicht abends zu Fuß hier durchgehen. Mit dem Fahrrad wäre was anderes, schnell durchhuschen. Aber wäre nicht so mein Ding, wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe hier um 8 noch zu Sky einkaufen und hier steht so eine Horde. Oder ich müsste durch die durch den Tunnel da durch. Wäre nicht so schön. Also ich würde zusehen, das zu einer anderen Zeit zu machen. Also wenn ich abends über den Marktplatz fahre, merke ich schon, dass hier viel Polizeiangebot ist, dass hier sehr viele Jugendliche sind. Aber bevor das war, bin ich hier auch rübergefahren und die Jugendlichen, gut, die haben sich hier getroffen, aber sie haben mir persönlich, hat mich nicht gestört. Was ich nur so gehört habe, fand ich nicht so schön alles, dass sie auch einen Polizisten zusammengeschlagen haben, sowas ist natürlich nicht so schön, aber gut. Einige Verkäufer der anliegenden Geschäfte geben an, aus Sicherheitsgründen abends nur noch gemeinsam zu ihren Autos zu gehen. Ein Inhaber möchte nicht vor die Kamera, aus Sorge um sein Geschäft. Demin betont, die Lage habe sich bereits entspannt. Diese Kontrollen haben aus meiner Sicht gefruchtet. Nach einer kurzen Zeit des Tourismus, sage ich mal so, wo viele Jugendliche es cool fanden, kontrolliert zu werden und sich das mal anzuschauen, was so los ist, ist es jetzt deutlich ruhiger geworden. Die Präsenz der Polizei hat Wirkung gezeigt. Ich empfinde das schon. Ich bin gestern Abend hier rübergefahren und da standen zumindest nur noch 2 Polizeiautos hier. Und ja, jetzt ist es ja auch gegen 5. Tut sich hier nichts. Die Jugendlichen stehen hier rum. Ja, schauen wir mal. Es ist ein bisschen beruhigend, dass die Polizei immer ab und zu mal guckt. Momentan geht das halt. Also momentan ist es auch wieder ruhiger geworden, denke ich mal. Auch am Mittwochabend fährt die Polizei für eine Kontrolle vor. Stadt und Polizei wollen, dass es weiterhin ruhig bleibt. Denn in der Form mit den verstärkten Kontrollen ist es in Preetz vorher noch nicht vorgekommen. Damit es auch auf Dauer friedlich bleibt, sollen neue Angebote geschaffen werden. Wir sind jetzt daran interessiert, die Jugendlichen, die noch auf der Schwelle dazu stehen, mit denen man noch reden kann, abzuholen, dass wir Angebote entwickeln. Nicht so richtig strukturierte Jugendarbeit, daran haben die, glaube ich, nicht großes Interesse, sondern Angebote zu schaffen, wo die sich mal aufhalten können, wo die ihre Freizeit verbringen können. Ob das den Markt einschließt oder nicht, weiß ich noch nicht, aber die wollen wir versuchen abzuholen.